Ja, das war die. Boah. Hallo, liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen zu einem Review von Grimms Wälder. Ja, ein Spiel für 2 bis 4 Spieler ab 10 Jahren und geht so um die 40 bis 60 Minuten. Der Erfinder ist Tim Eisner und das ist jetzt aktuell bei der Spieleschmiede rausgekommen, also nicht mehr zum Wecken, sondern ich habe da nämlich auch mitgemacht. Und ja, um was geht es in Grimms Wälder? Wir befinden uns im Wald und wollen eigentlich Häuser bauen. Ja, wir sind nämlich die Neffen der kleinen Schweinchen und wir müssen Häuser bauen. Das können Strohhäuser, Steinhäuser, Holzhäuser sein und wer zuerst 3 Häuser gebaut hat, gewinnt das Rennen. Naja, aber man braucht ja dafür auch Ressourcen und die muss man schließlich sammeln gehen. Und ja, wir bewegen uns jetzt in den Wald und schauen uns, wer von den typischen Grimms Märchenfiguren uns dabei unterstützen kann. Wie das Ganze funktioniert, erzähle ich euch jetzt. So, dann erkläre ich euch mal hier, wie Grimms Wälder funktioniert. Ihr seht, wir haben hier in der Mitte die Fläche, wo wir unsere kleinen Schweinchen hier nach vorne laufen lassen können. Und zwar, um Sachen zu sammeln, Ressourcen zu sammeln. Wir haben hier einmal die Ziegelei, den Wald, die Felder und den Markt. Der Markt ist allerdings nur bei 4 Spieler. Spielt man zu zweit, dann wird der Markt entfernt. Aber wir simulieren jetzt einfach mal ein 3-Spieler-Spiel. Haben hier den grünen und den lilanen Spieler. Und dafür gibt es natürlich auch wunderschöne Tableaus hier. Hier hinten haben wir noch den blauen Spieler, der hier ein bisschen versteckt ist. Aber dann simulieren wir das jetzt einfach mal. Dann haben wir hier die Ziegelei, Wald, Felder und den Markt, wo wir hingehen können. Die produzieren immer Ressourcen, die hier unten stehen. Das heißt, zu Beginn der Runde werden nämlich hier dann die Ressourcen hingelegt. Ich lege das jetzt mal in klein. So, ich habe da mal nichts vorbereitet. Ihr seht, wir haben hier die wunderschönen Trays, bei denen man die Sachen schön verstauen kann. Ebenso die Sachen zum Bauen. So, hier werden 3, 4, 5 hingelegt. Der Markt besitzt von jeder Ressource eine. So, hier unten haben wir dann den Baumeisterbonus, das sage ich gleich dazu. Denn wir befinden uns jetzt in der ersten Phase, das wäre die Sammelphase. Rundenanfang haben wir gerade gemacht, dann nimmt man normal auch seine Leute runter, das kommt aber jetzt noch nicht. Das heißt, jetzt haben wir die Ressourcen verteilt und jetzt spielen wir Punkt 2, Sammelkarte und Fabel wählen. Am Anfang besitzen wir noch keine Fabel, dazu sage ich aber gleich was. Jeder Spieler besitzt natürlich jetzt dementsprechend die Orte, an die man gehen kann. Ebenso der Markt. Die Karte würde dann, wie gesagt, im 2-Spieler-Spiel wegfallen. Und nun, ja, jeder legt jetzt verdeckt seine Karte. Nehmen wir an, er möchte gerne zu Stroh gehen, weil Stroh, ne, ist ja viel Zeug, was man da sammeln kann. Der hier sagt, und nee, das ist ja geheim, der geht hier in den Wald. Und der blaue Spieler, der legt das hier. So. Jetzt würden wir zuerst Punkt 3 kommen, Fabeln aufdecken. Das machen wir aber gleich, denn wir haben jetzt keine Fabeln gespielt. Also werden jetzt die Sammelkarten aufgedeckt und jeder zeigt, wo er hingeht. Wir decken auf und wir sehen, hier der lilane Spieler, genau, der hat sich hierhin entschlossen. Grün geht in den Wald und Blau geht ebenfalls auf Stroh. So, jetzt kommt das Ziehen zu Sammelplätzen. Ja, das haben wir gerade gemacht. Ich bin schon schneller. Jetzt kommen Rohstoffe sammeln und dann ist die Ende der Sammelphase. So, das Ende der Sammelphase. Das heißt, da Grün alleine im Wald ist, bekommt er alle Ressourcen, die hier verfügbar sind. Sprich, alle 4. So, da sich hier der lilane und der blaue Spieler ein Feld teilen, wird das, was hier liegt, unter den beiden aufgeteilt, natürlich abgerundet. Das heißt, er kriegt 2 und da hinten kriegt er 2 und 1 bleibt noch übrig. So, jetzt ist das Ende der Sammelphase. Jeder nimmt seinen Spieler wieder zurück und dann werden die neuen Ressourcen ausgelegt.
Das heißt, die alten bleiben liegen. Hier haben wir jetzt wieder 3, sind aber 6 drauf. Bei Holz kommt wieder 4 hin. Hier haben wir 5, sprich einer mehr 6. Und hier kommt ebenfalls wieder eine Ressource von jeder Sorte drauf. So, das ist alles recht lukrativ. Jeder nimmt sich auch wieder seine Sammelkarten zurück, denn die kriegt man immer wieder auf die Hand. So, grün und lila. So, wir sind hier fertig und wir kommen nun zur Bauphase. Das heißt, jeder Spieler besitzt 2 Aktionen in der Bauphase und man darf auch dieselbe Aktion 2-mal wählen, nur die Sonderaktion 1-mal pro Runde. Dazu komme ich aber gleich. Also, eine Möglichkeit wäre, ein Haus zu bauen. Wie baut man ein Haus? Hier unten sind die Kosten. Das heißt, ich kann entweder ein Strohhaus, ein Holzhaus oder ein Steinhaus bauen. Dazu brauche ich natürlich einen Boden, dann brauche ich eine Wand und dann ein Dach. Würde mich von der Ressource jeweils 2, 4 und 6 kosten. Nehmen wir mal an, wir haben nämlich hier auch den Stadtspieler, ein wunderhübsches Buch. Wer nämlich zuletzt ein Haus gebaut hat, ist Stadtspieler. Kann aber auch ein Lebkuchenhaus oder Lego-Haus sein. Der darf natürlich jetzt anfangen, die Bauphase zu nutzen. Eine Aktion wäre zum Beispiel eben ein Hausteil bauen. Da er 2 Stroh hat, der Boden 2 Stroh kostet, kommt dies in den Vorrat und er darf sich dieses Strohhaus, den Boden, hier hinsetzen. Jetzt hätte er noch eine Bauphase, ja? Er dürfte jetzt noch ein Hausteil bauen, allerdings würde nicht das hier gehen. Er darf nicht 2 Strohhäuser bauen, wenn ein Strohhaus nicht vollendet ist. Das gilt natürlich auch für Wald und Ziegelei. Das heißt, hätte er irgendwann eine Wand und ein Dach hier drauf, dann dürfte er wieder so ein Strohteil nehmen. So, seine zweite Bauphasenaktion wäre zum Beispiel ein Stroh oder ein Holz oder ein Ziegel nehmen. Ja, er könnte sagen, okay, für die nächste Runde will ich natürlich weiter beim Stroh bauen. Ich nehme mir eine Ressource. So, dann wäre der nächste in der Runde dran. In dem Fall blau. Blau sagt, ich hätte gerne so eine Fabel. Dann zieht er sich eine Fabelkarte. Und wir schauen uns jetzt mal die Fabelkarte an. Das sind eben die Aktionskarten, die zusammen mit der Sammelkarte verdeckt hingelegt werden. Die sind immer so aufgebaut. Es gibt eigentlich mehr oder weniger 3 Stufen. Und zwar vor dem Sammeln, nach dem Sammeln oder beim Aufdecken. Ja? Hier ist zum Beispiel beim Aufdecken, tausche 2 beliebige gespielte Sammelkarten aus, vor dem Aufdecken und ohne sie anzusehen. Das heißt, er könnte jetzt verdeckt die Sammelorte von diesen beiden, von diesen beiden hier vertauschen und ja, sich ins Fäustchen lachen, je nachdem. hier gibt es auch nach dem Sammeln, das heißt, nachdem alle ihre Ressourcen gesammelt haben, nimm einem Gegner an deinem Platz, also in dem Fall wäre er jetzt mit Lila am gleichen Platz gestanden, 2 Rohstoffe deiner Wahl weg. So hätte er Lila seine 2 Stroh geklaut und er hätte sich keinen Boden kaufen können, bauen können. Ja, so gibt es eben diese typischen Fabelkarten und genau, er nimmt sich jetzt zum Beispiel mal die hier und machen die mal kurz weg, hat sie sich jetzt hier geholt, hat noch eine Aktion. Die Sonderaktion ist manchmal auf den Freundekarten, dazu komme ich auch gleich, dann kann man diese Sonderaktion machen. So, ja. Jetzt haben wir, er nimmt sich einfach nochmal eine Fabelkarte. So, zack. Der grüne Spieler sagt, er baut sich für 2 einen Boden. Wunderbar. Und nimmt sich ebenso eine Fabelkarte. So, jetzt wäre die Runde vorbei. Das heißt, der Rundenspieler hier wird weitergesetzt. Und eine neue Runde der Karten- bzw. Sammelphase geht los. So, jeder legt wieder verdeckt eine Karte aus. Ich mache das jetzt mal einfach zufällig. Und hier so und blau auch. So, jetzt würde ich als grüner Spieler noch eine Fabel hier drauflegen. Er würde ebenso eine Fabel drauflegen. Und jetzt
sind wir quasi in dieser Phase gewesen und Fabeln aufdecken passiert als erstes. So, die haben wir noch nicht gesehen. Da steht, falls du am selben Platz wie ein Monster bist, darfst du zu einem anderen Sammelplatz deiner Wahl gehen, falls in dieser Runde kein Monster gespielt wurde. So, ja, das ist nämlich interessant, weil der grüne Spieler hat nämlich eine Monsterkarte gezogen. Das sieht man auch zum einen hier oben an diesem Augensymbol und natürlich der Wolf, ja. Steht auch hier auf dieser Karte drauf, wenn es aufgedeckt wird, wähle einen Platz für das Monster. Das heißt, der grüne Spieler nimmt sich jetzt die passende Mini dazu, Figur. Und ja, er darf sie sich jetzt hinstellen, wo er möchte. Ich schaue mal kurz, was der Grüne gelegt hat. Also auf dem Markt sollte er diese Figur nicht stellen. Er entschließt sich jetzt zum Beispiel, ja, die Ziegel werden hier oh, sehr begehrt sein vielleicht. Oder auch das Horn. Er stellt ihn jetzt hier drauf. Ja, so. Jetzt haben wir alle Fabeln abgesammelt. Beziehungsweise. Er darf das vor dem Sammeln machen. Er guckt sich jetzt, ah, er hat den Markt gewählt. Das heißt, wenn ich das Monster auf den Markt gestellt hätte, hätte er quasi seine Position verändern dürfen. Genau. Falls in dieser Runde kein Monster gespielt wird, darf er sogar eine Fabel ziehen. Also ihr seht, die Sachen sind immer sehr thematisch gemacht. Und genau, das Monster wäre jetzt hier. Dann würde wieder jeder seine Karten aufdecken. Und dann zu den jeweiligen Ortschaften hinwandern. So, jetzt haben wir nämlich einen Effekt, den ich durch Zufall wunderbar für die Demonstration geschaffen habe. Es ist ein Spieler hier drauf gekommen. Und der Wolf besagt, falls ein Spieler vom Wolf gefangen wird, zerstöre alle Rohstoffe an diesem Platz, bevor sie jemand sammeln kann. Sprich, der Wolf würde alles zerstören, alles kaputt machen, die wären weg und Lila ginge leer aus. Ja, und so wird das Ganze gespielt, bis dann der erste Spieler seine drei Häuser gebaut hat. Nämlich das ist das Ziel. Wir sind ja schließlich die Neffen und Nichten der drei kleinen berühmten Schweinchen und wir wollen die drei Häuser bauen. Das ist die Siegbedingung. Es kann natürlich sein, dass in der letzten Runde mehrere Leute drei Häuser bauen, dann gewinnt derjenige, der natürlich die stabilsten Häuser gebaut hat. Das wäre natürlich dann Ziegel ist sehr stabil, Holz so ein bisschen und bei einem Strohhaus, da pustet man ein bisschen drauf und dann kippt das natürlich um. Sprich, hat jemand zwei Ziegel und ein Stroh und der andere hat drei Stroh, hat natürlich der Ziegelhausbesitzer definitiv gewonnen. Ja, und so gibt es hier natürlich ganz unterschiedliche Fabeln, Monster. Es gibt hier auch sehr schön zu sehen, Fabeln mit einem F. Das bedeutet für fortgeschrittene Spieler, die sind ein bisschen böser, ja. Wir haben hier zum Beispiel ganz schön, wo ist er denn? Ah, hier. Die Drachenmini. Cool wäre es natürlich, wenn man sie bemalt. Der Drache sagt, alle Spieler am Platz des Drachen müssen alle Rohstoffe von ihrem Spielertableau zurück in den Vorrat legen. Also wenn einer ordentlich was gesammelt hat und der Drache trifft ihn, das kann ordentlich wehtun, ne? So, nachdem wir die Siegbedingungen jetzt bestimmt haben, denn Häuser bauen ist ja wichtig, gehen wir noch mal zur Bauphase, denn da gibt es noch zwei Sachen, die man unbedingt nennen sollte. Und zwar, wenn ich in der Bauphase bin und es passiert, dass ich eine Wand baue für Kosten von 4, dann darf ich mir einen Freund nehmen. Und Freunde, die machen immer was ganz Besonderes für einen selbst oder manchmal auch nicht. Hier haben wir zum Beispiel Hänsel und Gretel. Da besagt es in der Bauphase, die Wände aller Gegner kosten ein Rohstoff mehr. Das heißt, den Rohstoff müssen sie dir sogar geben. Wenn jemand anders also was baut, muss er es dir abgeben. Wenn ihr einen Freund zieht, dürft ihr ihn zu euch legen oder ihr dürft ihn auch einem anderen Spieler geben. Warum sollte das interessant sein? Denn wenn der vielleicht was Cooles hat und das hier nicht so cool ist, dann muss er seinen alten Freund abwerfen. Ja, das ist so ein bisschen gemein vielleicht, aber so kleine Gemeinheiten sind halt in dem Spiel drin. Das gilt aber auch für euch. Das heißt, wenn ihr jetzt bereits einen Freund liegen habt, und ihr zieht diesen und wollt den behalten, müsst ihr den alten Freund abwerfen. Jeder darf also immer nur
einen Freund besitzen. Und der ja zum Beispiel nach dem Aufdecken der Sammelkarten darf er zum Beispiel an einen Sammelplatz wählen und dort zwei zusätzliche Rohstoffe hinlegen. Wenn man diesen Spieler ablegt, dann um den Riesen wirkungslos zu machen. Es gibt nämlich auch hier einen Riesen. Und wenn man diesen Riesen quasi hier in Aktion hat und man steht hier auf dem Feld und hat diese Karte, dann kann der Jack, der Riesentöter, diesen Riesen auch abwehren. So, dann gibt es noch eine Sache, und zwar hier unten habt ihr vielleicht schon gesehen, den Baumeisterbonus. Ja, den kriegt man, wenn man der Erste ist, der ein Haus komplett fertig baut mit Boden, Wand und Dach. Das heißt, wenn der lilane Spieler jetzt zum Beispiel hier das Haus gebaut hätte, dürfte er sich sofort diesen Baumeisterbonus nehmen. Hier steht, man darf sich einen Freund nehmen oder zwei Fabeln oder von jeder Ressource eins. Ja, also das lohnt sich natürlich, in der Hinsicht der Erste zu sein. So, wenn ihr zu zweit spielt, habt ihr schon gehört, dann ist der Markt weg. Aber es muss auch ein dritter Spieler simuliert werden. Dazu gibt es diesen Würfel. Den müsst ihr dann immer zu Beginn würfeln. Und dort werden dann die Ressourcen halbiert. In dem Fall wären jetzt quasi nur noch drei Stroh auf diesem Feld. Und das macht halt manche Felder dadurch ein bisschen unattraktiver. Jetzt habe ich euch alles erzählt, was ihr wissen müsst. Und wenn sie nicht gestorben sind, leben sie noch heute. Zum Fazit. Ja, das war die Regelerklärung zu Grimms Wälder. Und ich muss sagen, wir haben das an einem Abend gespielt, zu viert. Ich habe es zu zweit gespielt. Das Spiel ist einfach toll. Es hat mich so überrascht, dass man quasi ein ganz einfaches Worker Placement hat. Ja, man spielt einfach eine Karte aus, an welchen Ort man möchte, geht da hin und sammelt alles. Falls da noch jemand ist, teilt man mit ihm. Das ist das Grundprinzip. Ganz einfach. Und die Fabelkarten, die machen das nochmal bisschen tricky, manchmal sogar ziemlich hässlich, ja. Es kann aber auch sein, dass man auf dieser Fabel eine Zusatzressource bekommt, weil ein Spieler ganz nett ist, ja. Und diese Fabeln, wo man nie genau weiß, was denn einen jetzt erwartet, die machen das Ganze noch einen Tick würziger, ja. Und es ist auf der gemütlichen, sagen wir mal, Familienschiene, aber ich würde es mal doch ein bisschen gehobener sehen, weil man doch teilweise ein bisschen taktischer spielen kann. Ja, ich meine, hier steht ab 10 Jahre, da ist halt schon so ein gewisses Taktikelement mit drin. Und ja, ebenso mit den Freunden, ja. Das ist so cool gemacht, dass die ganzen, also Pinocchio, Hänsel und Gretel und alle machen was Besonderes, ja. Es gibt aber auch welche, die vielleicht so ein bisschen negativ sind, aber das ultra fiese ist natürlich, wenn man einen Freund, der nicht so gut ist, jemandem hinspielt, der vielleicht gerade damit plant, ja. Und ja, es hat wirklich coole Elemente. Es hat mich tatsächlich sehr, sehr positiv überrascht, weil man dann doch immer gehört hat, ja, das spielt sich halt so runter, ne? Aber nein, ich finde, es hat bis jetzt auch zu zweit Spaß gemacht, auch wenn der dritte Spieler simuliert wird mit dem Würfel. Das macht nichts, aber ja, es sieht auch hammermäßig aus. Es ist eigentlich schon fast überproduziert, weil ja, super Minis, da kommt auch gleich mein großer Negativpunkt, sage ich mal. Oder was heißt großer Negativpunkt? Es gibt sehr, sehr coole Minis, auch von dem Drachen, der besonders fies ist. Der frisst nämlich, ne, alle Ressourcen vom Brett. Ja, die Minis kommen aber irgendwie nicht wirklich häufig vor, es sei denn, jemand spielt eine Fabel mit einem Bösewicht, ne? Ja, da kann sein, dass dann irgendwie der Riese auf einmal vorkommt. Dann stellt man den cool auf einen Wald oder so. Und danach ist er wieder weg, ja? Danach stellt man ihn wieder weg. Also man macht nicht wirklich mit diesen Bösewichten was. Die schaden einem natürlich, klar. Und ja, aber das ist ein bisschen schade, weil das Material ist so cool. Und da, ja, das leidet vielleicht ein bisschen, dass man da mehr mit den Minis hätte machen können, beziehungsweise mit den Charakteren. Aber das Spielprinzip lässt das auch nicht so richtig zu. Man hätte auch einfach eine Karte hinlegen können oder so ein Standy. Ja. Aber es sind halt coole Figuren, ja. Sei es drum, das Material ist super, auch das Inlay super, alles schön verpackt. Dann haben sie auch noch diese, ja, diese Flip-Dinger, wenn man so reindrückt die Karten, dann schieben sie sich so raus, ja, also man muss nicht irgendwie rausfischen,
Sehr geil gemacht, Material super, Inlay super, die Anleitung ist toll geschrieben. Man hat dort hinten dran alle Freunde, alle Fabeln, die irgendwas tun, dass man so ein bisschen erklärt hat. Ja, an ein, zwei Stellen hätte man vielleicht ein bisschen mehr dazu schreiben können, weil dann doch irgendwie vielleicht eine Frage auftreten kann, aber das ist wirklich selten und wie gesagt, super geschrieben. Wer natürlich mit den Grimms Märchen was anfangen kann, für den ist es natürlich doppelt toll. Man kann auch diese fortgeschrittenen Karten eigentlich ja relativ gut mit reinbringen. Sie machen ein bisschen was komplexer, wie zum Beispiel ja Sonderaktion das oder jenes. Da muss man dann gucken. Aber insgesamt, wow, ja, hat mich wirklich vom Hocker gehauen. Ich denke, es ist ein, wie gesagt, gehobenes Familienspiel, würde ich es fast sagen. Und wer so ein bisschen im Worker Placement, im einfachen Bereich sucht, mit einem kleinen Kniff, der wird hier, glaube ich, sehr gut bedient. Und schreibt in den Kommentaren, ob ihr das vielleicht sogar auch gebackt habt oder euch geholt habt, wie ihr das findet, ob das vielleicht was für euch wäre. Stellt einfach Fragen, gerne Daumen hoch und ein Abo da, falls ihr das noch nicht habt. Und ja, ich wünsche weiterhin viel Spaß und ich muss jetzt weiter im Wald ein bisschen Holz sammeln. Ja. So. Bis dann. Ciao, ciao.